Es ist schon eine gewisse Angst da, irgendwie keinen Job zu finden. Das ist nicht fair, dass ich über 20 Jahre gearbeitet habe und dann bloß den normalen Regelsatz bekomme. Ich möchte dem Minister sagen, dass was verändert werden muss im Land, sozial, aber wie auch an der Arbeit, für meine Zukunft als Lehrerin. Mein Herz schlägt für Rostock und ich wäre super gerne weiter hier. Das ist mein neues Zuhause und wenn ich weiß, ich muss in 2 Jahren gehen, das, ja. Also gearbeitet habe ich von 86 bis 2008. Jetzt bin ich mit Pfleger 2 zu Hause, sitze ich fest. Ich sehe Schwierigkeiten, einen festen Job zu finden, vor allen Dingen einen bleibenden. Ich lebe von der Erwerbsunfähigkeitsrente, aufstockende Sozialhilfe plus das Pflegegeld. Musste aufstocken, weil viele Arbeitgeber mich bloß auf Kurzzeitbasis eingestellt haben, auf 6 Stunden. Das ist schon irgendwo unfair. Wenn ich auch noch die finanziellen Sorgen meiner Eltern vielleicht tragen muss, bringt mir das nichts. Weil nur, wenn es meinen Eltern und meiner Familie gut geht, geht es mir auch gut. Na, eins bin ich losgeworden und da will der Minister sich drum kümmern. Weil der Minister sagte auch oben bei der Runde, dass wir ihn mit großen Seemannssäcken nach Berlin schicken. Ich gehe mit einem positiven Gefühl raus, weil ich halt das Gefühl habe, es wird zugehört und das, was verändert wird in Zukunft, auch wenn es vielleicht einen längeren Weg braucht. Und ich bin auch der Meinung, dass es mehr solcher Formate geben muss, damit die Menschen auch wieder mehr Vertrauen in die Politik finden und sie merken, es wird einem zugehört und da wird wirklich mal auf die Anliegen gehört.